Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe es heute zum wiederholten Male, dass nach Jungfernreden in der CDU-Fraktion, ich gratuliere natürlich auch, dass ich danach schon frühzeitig hier stand. Ich versuche es dann auch mal in 1,30, liebe Kollegin Stullig. Das gefällt bestimmt allen ganz gut, damit der Abend noch ein bisschen kürzer wird. Der Kollege Vogt hat ja eben formuliert, dass vieles im Bereich der Medienarbeit in Nordrhein-Westfalen, der landespolitischen Medienarbeit fortgeführt wird, was in rot-grüner Zeit angelegt war, und hat es entsprechend kritisiert. Ich glaube, Kollege Vogt, das ist das Gute an der Sache, dass eben viele relevanten Projekte weitergeführt werden, weiterfinanziert werden. Ich glaube, das ist in der Weise nicht kritikwürdig, sondern es ist zu loben, dass da gute Projekte entsprechend weitergeführt werden. Projekte, die auch angelegt waren, wie zum Beispiel Zusammenführung Internationale Medienschule Köln und Cologne Game Lab, jetzt in der Schanzenstraße, ein ganz wichtiges Projekt, was ja in unserer Regierungszeit angelegt worden ist, wird jetzt entsprechend dort umgesetzt. Das ist auch zu loben. Auch das finde ich, was Sie im Bereich der Förderung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiterhin auch fortsetzen hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben das ja am letzten Freitag gerade erlebt in Köln mit dem, fand ich doch recht beeindruckenden, Weihnachtskonzert des WDRs und des Landes Nordrhein-Westfalen, dass wir hier einen starken öffentlichen rechtlichen Sender haben, der eine wichtige Kraft auch im Kulturgeschäft dieses Landes ist, mit den entsprechenden Orchestern, die dort auch unterstützt und betrieben werden. Also, all das wird fortgeführt. Ich begrüße sehr, wir begrüßen von grüner Seite sehr, dass die Medien- und Filmstiftung nicht nur weiter gefördert wird, sondern stärker gefördert wird. Da gilt durchaus auch unser Dank an die Landesregierung, dass da auch ein Stück mehr Geld in die Hand genommen wird. Ich hoffe, dass Sie das entsprechend verstetigen können. Liebe Kollegin Stullig, Sie haben eben die beeindruckende neue Webserie bzw. Serie Berlin Babylon angesprochen von Tom Tykwer. Auf die sind wir alle sehr gespannt, aber ich würde mir durchaus wünschen, dass wir bei den nächsten großen Serienprojekten, die Sie ja eben mit angekündigt haben, dass diese zeitgleich auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was wir ja auch entsprechend stärken und stützen und mit einem Rundfunkbeitrag ausgestattet haben, dass wir diese Serien auch dort sehen können. Bei Berlin Babylon ist es ja so, wer Netflix nutzt, kann das heute schon sehen und auch entsprechend einen Zugang hat. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in der ARD, läuft das Ganze erst im nächsten Herbst. Also von daher würde ich mir wünschen, dass, wenn Sie hier den Medienstandort stärken wollen, den Serienstandort Nordrhein-Westfalen, hoffentlich mit qualitativ hochwertigen Serien, dann würden wir uns wünschen, dass das Ganze auch zeitgleich oder zeitnah auch in den Sendern zu sehen ist, zu denen alle Menschen einen Zugang haben und nicht eben entsprechend da Dinge gefördert werden, die erst ein oder zwei Jahre in entsprechenden Bezahlprogrammen laufen. Von grüner Seite, auch wie im Kulturbereich, eine Zustimmung zu diesem Medienhaushalt, das haben wir auch im Ausschuss signalisiert. Wir lehnen den Gesamthaushalt aus den bekannten Gründen ab, aber im Medienbereich haben Sie unsere Unterstützung. Wir finden es gut, dass es eine Bestands- und Existenzgarantie für viele wichtige Projekte gibt. Wir sind gespannt auf das, was kommt. Und Sie dürfen uns gerne mit neuen Vorschlägen, mit innovativen Projekten, mit einer Weiterentwicklung des Medienforums, das ist ja angekündigt, dürfen Sie uns gerne überraschen. Da gibt es noch viel zu tun. Und wir sind mal gespannt, ob die hochgroßen Ankündigungen, die, das habe ich auch vom Kollegen Nückel damals wahrgenommen, die da im Raum standen, ob sie 2018 dann auch realisiert werden. Danke für die Aufmerksamkeit.